Wir kommen zum Punkt 10. Die Ehrenbürgerschaft für Frau Renate Delfs. Sehr geehrte Frau Delfs, sehr geehrte Ratsherren und Ratsfrauen, meine sehr geehrten Damen und Herren, die Ehrenbürgerschaft ist die größte Auszeichnung, die wir als Staat verleihen können. Bürgerinnen und Bürger, die sich über viele Jahre oder gar Jahrzehnte in ganz besonderer Weise in unserem Gemeinwesen Verdienst gemacht haben, erhalten diese Anerkennung. Die Zuerkennung einer Ehrenbürgerschaft will unterstreichen, wie sehr einzelne Persönlichkeiten dazu beitragen können, unserer Stadt wertvolle Impulse zu geben, die gesellschaftlichen Verhältnisse positiv zu beeinflussen und nachhaltige Akzente zu setzen. Die Auszeichnung zur Ehrenbürgerin bzw. zum Ehrenbürger macht aber auch deutlich, dass wir als Staat solche Leistungen dankbar entgegennehmen, sie würdigen und uns ihres Wertes wohl bewusst sind. Bevor wir über eine neue Ehrenbürgerschaft abstimmen, möchte ich die Gelegenheit nutzen und in unseren heutigen Ehrengast, liebe Frau Delfs, ganz herzlich in unserer Runde willkommen heißen. Bitte, Sie können sich setzen, weil ich noch ein Wort an Sie richten werde. Dankeschön, Frau Delfs. Sehr geehrte Frau Delfs, am 27. März 1925, also vor fast 90 Jahren, wurden Sie in Flensburg geboren. Sie sind als Schauspielerin und Buchautorin bundesweit bekannt und dadurch ein ganz besonderes Aushängeschild für unsere Stadt Flensburg. Schon früh träumten Sie von einem Leben auf den Brettern, die Welt bedeuten. Und dieser Traum wurde in den 60er Jahren, als Sie Volksschauspielerin an der Niederdeutschen Bühne in Flensburg wurden, schließlich Wirklichkeit. Es folgten überregionale Auftritte in allseits beliebten Fernsehsendungen wie Am laufenden Band mit Rudi Carrell und bis ins hohe Alter wirken Sie regelmäßig in bekannten Filmen und Fernsehserien wie Jauche und Liebkoen, Nicht von schlechten Eltern, Adelheid und ihre Mörder, Großstadtrevier und der Landarzt mit. Auch in der Donna Leon-Verfilmungen und der Komödie Ein Trick anders spielten sie eine Rolle. Darüber hinaus setzen sie sich seit Jahrzehnten aktiv für den Erhalt plattdeutschen Sprache und der Mundart Petur. Eine Mischung aus Hoch- und Niederdeutsch sowie Dänisch und Plattdänisch ein. Gern möchte ich hier Frau Delfs zitieren. Flensburg hat etwas, was es wahrscheinlich von allen anderen Städten unterscheidet und was kennenzulernen sich bestimmt lohnt. Flensburg hat eine eigene Sprache. Zitat Ende. Sie, liebe Frau Delfs, haben mit Ihren Geschichten über die sogenannten Petu-Tanten, so nannte man im 19. Jahrhundert jene Damen, die auf den Förderdampfern
Kaffeefahrten machten das Pitu-Tantendeutsch verewigt und halten die Sprache unserer Stadt nicht zuletzt durch eine große Zahl an Lesungen und Vorträgen am Leben. Das neue Buch von Frau Delfs, Nimm mich mit nach gestern, das über die Zeit des Nationalsozialismus aus Sicht eines jungen Mädchens berichtet, wird den Generationendialog über diese Zeit mit ihren persönlichen Schilderungen bereichern. Sehr geehrte Frau Delfs, bevor wir nun zur Abstimmung kommen und damit vorerst den formalen Teil dieser Ehrung abschließen, möchte ich Ihnen im Namen der Stadt Flensburg nochmal ganz herzlich für Ihr Engagement, für Ihren Lebenswerk danken. Die Verleihung der Ehrenbürgerschaft der Stadt Flensburg wird, davon bin ich fest überzeugt, ein Zeichen der Anerkennung Ihrer besonderen Verdienste und zugleich ein Gewinn für unsere Stadt sein, die mit Ihnen eine herausragende Persönlichkeit zu Ihren Bürgerinnen und Bürgern zählen darf. Vielen Dank und ich bitte Frau Delfs zu mir nach vorne kommen. Svetlana, wir müssen doch erst abstimmen. Achso, nein. Wir machen erstmal, wir müssen das mal abstimmen. Ja, ja, klar. Ich bin ein bisschen durcheinander. Ja, das ist gut. Ich stehe jetzt hier ganz ja. Und warte. Bleib stehen, ich mach. Sehr geehrte Damen und Herren, ich bitte Sie, die Ratsvorlage 7 aus 2015 um Ihre Zustimmung. Und ich bitte um Ihr Handzeichen. Dankeschön. Enthaltungen und Gegenstimmen haben wir beide nicht gesehen. Renate Delfs vorerst ein Blumenstrauß. Und wir haben am 14. März im Schifffahrtsmuseum ein Festakt zu ihren Ehren, wo Frau Delfs auch eine Ehrenbürgerurkunde bekommt und mit dem Eintrag auch in unseren Ehren, also in unserem goldenen Stadtbuch. Ja. Mit ihrer Eintragung sie dann auch ihren Namen in diese Liste sozusagen eintragen lassen. Ja? Ja. Alles Gute. Danke. Und Sie möchten noch ein paar Worte sagen. Ja, ja? Das möchte ich gerne. Soll ich dich Frau Dels mag sehr gerne Rosen, das haben wir nicht vergessen. Sehr, sehr schön. Ja. Bitte schön. Ja, vielen Dank, Frau Stadtpräsidentin. Vielen Dank Ihnen allen, die die Hand erhoben haben. Natürlich ist das eine große Ehre für mich und ich war sehr geplättet, als ich das erfuhr, dass Sie mich dafür vorgesehen haben. Ich selber habe immer den Eindruck gehabt, dass alles, was ich machen durfte in meinem langen Leben, mir auch sehr viel Spaß gemacht hat. Das war eine Freude. Ich habe ja zum Beispiel
12 Jahre lang die Touristinformation geleitet. Und ich dachte immer, was ist das doch bloß für ein schönes Geschenk, dass man die Liebe zu seiner Heimatstadt beruflich ausüben kann. Also ich bin 10 Minuten von meinem jetzigen Haus entfernt geboren und groß geworden und habe wirklich mein Leben in Flensburg verbracht. Die erste Eintragung in unserem Familienstammbaum, das Wort Flensburg, stammt aus dem Jahre 1760. Also man sieht, unsere Familie ist auch schon lange eingebunden in diese Stadt. Meine Eltern sind hier geboren, mein geliebter Mann ist hier geboren und zur Schule gegangen. Unsere Kinder sind mit Fördewasser getauft. Also das gehört alles zusammen. Und ich hatte eine wunderbare Großmutter, die mein Großvater hatte eine Bäckerei auf dem Holm. Und sie war so ein Original, weil sie auch nur Plattdeutsch sprach. Und jetzt sagte neulich jemand zu mir, gnädige Frau. Und da wusste ich genau, meine Großmutter hätte geantwortet, wenn ich wäre gnädig, schnacke ich nicht mit sie. Ne? Und so denke ich auch, darf ich mit beiden Beinen auf dem Fußboden bleiben. Ich freue mich sehr über diese Ehrung und es ist mir eine große Ehre und das werde ich nicht vergessen. Vielen Dank Ihnen allen. Weiter. So.